Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einer Premiere hier auf diesem Kanal. Nämlich, es ist endlich offiziell, die World of Warships Legends Closed Beta hat begonnen. Und wir YouTuber dürfen jetzt auch endlich das Gameplay aufnehmen und mit euch, lieben Zuschauern, teilen. Ja, ihr seht schon oben, Beta in Development bedeutet, alles was ihr hier seht, kann noch verändert werden und ist noch lange nicht fix. Wie gesagt, Closed Beta ist es, bedeutet, bis jetzt muss man sich einkaufen. Ich habe den Code gratis bekommen und durfte auch schon die Alpha spielen. Spiele jetzt die Closed Beta, dann auch die Open Beta und dann das endgültige Spiel. Ja, wir gucken uns erstmal den Baum an. Bis jetzt seht ihr hier USA, Japan, Polen und Deutschland. Deutschland hat bis jetzt nur den G101, also den Premium-Zerstörer aus dem Ersten Weltkrieg. Die Polen haben die Blischkawica, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, 1937 auch ein Premium-Zerstörer. Dann sehen wir hier die Japaner mit ihren drei Bäumen, hier eben auch die ganzen Zerstörer bis hin zur Kagero. Dann hier die Kreuzer von der Shikuma über die Furutaka bis zur Mogami. Und die Schlachtschiffe von der Ishizuri über die Fuso zur Amagi. Ihr seht, hier geht es bis jetzt nur bis Tier 7. Die Tierstufen darüber werden sehr wahrscheinlich auch noch später hinzukommen, aber vorerst bleibt es bei den 7 Tierstufen. Flugzeugträger kommen auch später irgendwann noch ins Spiel. Bedeutet, bis jetzt ist es eigentlich das Praktischste, entweder Schlachtschiffe oder Zerstörer zu fahren, weil man nun mal als Schlachtschiff keinen Flugzeugträger als nervigen Gegner hat. Aber dazu kommen wir alles bei gegebener Zeit. Hier seht ihr die Amerikaner. Am PC gibt es jetzt auch schon einen Unterschied zwischen schweren Kreuzern und leichten Kreuzern und dasselbe auch bei den Zerstörern. Das ist hier noch nicht der Fall. Hier ist bis jetzt alles noch so zusammengegliedert. Das wird aber auch alles dann irgendwann im Laufe der Zeit noch auseinander gegliedert. Ihr seht, ich habe schon ein paar Runden gespielt. Mit der Albany habe die St. Louis Reihe gespielt. Und da seht ihr auch schon eine kleine Beschreibung. Wurde 1906 in Dienst gestellt. 3 Schiffe, ein typischer großer Kreuzer der Vor-Dreadnought-Ära. Das Schiff war mit zahlreicher Artillerie bewaffnet, deren Feuerrate für damalige Verhältnisse recht schnell war und hatte einen Panzergürtel, der den Antrieb schützte, aber nur eine mittelmäßige Geschwindigkeit. Ja, mit dem würde ich mal sagen, beginnen wir auch gleich mal. Wir werden erstmal gegen KI spielen. Ich will euch erstmal ein bisschen was zeigen. Hier seht ihr auch mal, wie wunderschön das jetzt schon aussieht. Obwohl es erst die Beta ist. Ein Traum, würde ich behaupten. Sieht wunderschön aus. Und wir gehen in die erste Runde. Ja, ich hoffe natürlich, dass dieses Let's Play bei euch auch viel Anklang findet, dass ihr dabei bleibt, dass ihr, sobald das Spiel draußen ist, auch selber zockt, dass ihr bei uns mitzocken könnt und so weiter und so fort. Das kommt aber dann alles. Der Krom kann leider nicht spielen, der hat keinen Code bis jetzt. Ich weiß noch nicht, ob der noch einen bekommt. Müssen wir gucken, ob ich da noch einen Code zur Verfügung gestellt bekomme. Wenn ja, wird der Krom mitspielen. Wenn nicht, dann muss ich die Beta alleine spielen. Ist jetzt aber auch nicht das Drama. In der Open Beta wird er ja dann so oder so am Start sein. So, wir spielen auf Inseln Herrschaft. Wir sind bis jetzt auch eine der Karten, die schon recht früh im Spiel war. Ihr seht oben auch eine recht kleine Karte. Und unten seht ihr auch, wir haben panzerbrechende Granaten und Sprenggranaten. Ich bleibe erstmal bei den panzerbrechenden. Dann seht ihr unten, Hauptbatterie haben wir ausgewählt und alles. Hier sehen wir auch nochmal die Karte anständig und die ganzen Schiffe. Da sehen wir Wakataken, Wickes, Tenryu, noch mehr St. Louis. Das sehen wir natürlich bei den anderen. Da sehen wir es. So, ne? Und ihr seht schon die... Wow, das war jetzt ein bisschen laut. Ich hoffe, das geht vom Sound. Ich werde es in den nächsten Folgen dann alles anpassen. Ihr seht oben, die Zeit ist auch nicht so lange wie bei den PC-Runden. Es ist ja alles etwas schneller. Wir ziehen erstmal ein Stück Richtung Mitte. So, ah nein, nicht so weit. So, wir wollen nämlich dahin nach A. Da fahren wir hin, cappen und hoffen, dass uns kein Gegner killt. Ich finde, das ist ein guter Plan. Ihr seht auch schon da drüben, ne? Zerstörer sind die schnellsten Schiffe im Spiel.
haben eine Torpedobewaffnung und halt auch Geschütze, aber deren Hauptaugenmerk liegt klar auf den Torpedos. Werden wir auch noch spielen alles, ist ja klar, aber da muss ich erstmal hinkommen. So, und da hinten sehen wir auch schon, ploppen die Gegner auf. So, da haben wir St. Louis und Feuer. Mal gucken, ob wir treffen. Wir hoffen natürlich. Wir drehen nochmal ein Stück ein. Oh ne, alles voll daneben. So, erstmal nachladen. Und bam, jetzt frisst, komm. Oh, da ist eine Insel. Yes, easy, 2000 Damage. Da sehen wir jetzt den Zerstörer. Der sollte möglichst nicht allzu nah an uns reinkommen, weil dann kann er uns nämlich torpen. Ist nicht gut, das tut weh. Also schnell rausballern. So. Jetzt können wir eigentlich auch auf HE-Granaten wechseln. Und wir steuern besser mal voll auf ihn zu, weil er wahrscheinlich gleich seine Torps abwerfen wird. Und die will ich nicht zwingend fressen, wenn ich ehrlich bin. Autsch. So, weil wenn wir frontal zu ihm fahren, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass seine Torpedos treffen. Sag ich ja. Torps. So. Bam. Aua. Volle Breitseite getroffen. Das Gute ist, jetzt hat er seine Torpedos abgefeuert. Jetzt muss er die erstmal nachladen. Und ich würde jetzt gerne mal wieder meine Geschütze nutzen. Hallo, Geschütze. Jetzt dreht euch doch mal. So, ha, jetzt haben wir ihn in Brand gesteckt, aber er hat gelöscht. Scheiße. So, und jetzt, komm. Ah, nochmal in Brand gesteckt, scheiße. Und wir sehen schon, da hinten ist der nächste Kreuzer. Aber die Tenere verschwindet sich jetzt erstmal hinter der Insel und wir wechseln wieder auf panzerbrechende Granaten. Drehen erstmal rum, weil sonst fahren wir voll gegen die Insel. Und bam. Komm. Ihr merkt schon, die Amerikaner, deren Hauptaugenmerk liegt nicht gerade darauf, zielsicher zu schießen, sondern eher. Sie spielen sich eher wie Schrotflinten, könnte man sagen. Geht zwar viel raus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass was ankommt, ist sehr gering. So, wir warten mal, bis alle Geschütze ready sind. Und bam. Man merkt auch, wenn man das steuert, dass sich das wirklich so anfühlt, als ob das hier wirklich ein recht großes Schiff ist. Also die Steuerung ist etwas träger, wodurch das hier auch wirklich so aussieht, als ob das Schiff wirklich recht groß ist. Also ist schon geil gemacht, muss man mal ehrlich sagen. Ich meine, World of Tanks, ja, war ja eigentlich mal auch bei uns ein sehr beliebtes Let's Play. Aber da ist ja die Lust durch die Premium-Muni-Geballer so ein bisschen weggegangen und ja, deshalb freuen wir uns mega, dass jetzt endlich World of Warships Legends da ist. So, wir haben da ja auch, jeder, der ja unsere Folgen mitverfolgt hat, haben wir da ja mega drauf gefiebert auf dieses Spiel, dass es endlich kommt. Und ja, es hat gefruchtet. Das Spiel ist da und wir dürfen es spielen. Was kann man sich mehr wünschen, Leute? So, wir cappen jetzt. Jetzt haben wir natürlich eine ziemliche Patz-Situation, muss man mal so sagen. Offenbar ist die St. Louis sich da nicht bewegt. Kaum getroffen. Bullshit. So, wir gehen mal auf Full Stop. So, wir sehen, sie fährt rückwärts, also einfach mal voll drauf. Ja, war jetzt nicht wirklich der Knaller. Komm, lad nach und bäm, jetzt aber komm. Kommt gut. War wieder zu wenig und jetzt kann er natürlich abhauen. Komm, eine noch, eine Salve, komm. Gib ihm. Aber da sehen wir da schon da das nächste Opfer. Na, fuck, der dreht ein, scheiße. Oder trifft der, komm. Jawohl. Über 3000 Schaden. So liebe ich das doch. Und bam. Komm, gib ihm. Ah, da kommt er wieder hervor, der Hansel.
Ihr seht schon, das, was wir jetzt hier machen, ne? Das kann man in KI-Runden machen, aber in richtigen Spielerrunden sollte man da besser unterlassen. Das kann wehtun. So, komm. Jetzt aber komm, jawohl, komm, der ist weg. Geht die Hälfte drüber. Das ist natürlich ärgerlich. Der geht nicht down jetzt, aber danke. Da haben wir einen Zerstörer. Ich will aber nicht auf den Zerstörer aimen, sondern auf den Kreuzer. Und der hat natürlich den Scheiß-Zerstörer da hinten im Visier gehabt. Und dann freuen wir auf den nochmal eine Salve. Nee. Der war zu schnell. So. Die St. Louis ist jetzt der letzte Kreuzer. Bäm. Fast 4000 Schaden. Jawohl. Komm, gib ihm. Ah, gut. 1500. Ungefähr. Und gib ihm. Komm jetzt, komm. Geschütz kaputt gemacht. Jawohl. Bedeutet, da müsste er jetzt reparieren, um das Geschütz wieder nutzen zu können. Oder es läuft halt ein Timer runter. Und wenn der Timer abgelaufen ist, dann ist das Geschütz ihm wieder einsatzbereit. Dann kann er es wieder benutzen. Oder man drückt halt in die Reparieren-Taste und dann kann er es direkt wieder benutzen. Ja, ich würde mal sagen, 47.702 Schaden der ersten Runde, 101 Zieltreffer, einen Ausfall, zwei Schiffe zerstört, dreimal haben wir Schiffe in Brand gesteckt, sechsmal Basisverteidigung, eine Basis erobert und 10 Zieltreffer mit der Secondary. Finde ich, kann man nicht meckern. Und wir gehen mal zurück zum Hafen. Und wir haben im Werbers Level 5 erreicht. Und wir haben Kampfaufträge. Da haben wir so Kampfaufträge. Basic im Mechanics Campaign. Was sollen wir denn hier machen? So. Cruisers Task 1 Set. What? Set Fire to a Ship. Oder Destroy One Ship. Ich würde mal sagen, das machen wir. Hit an enemy ship with ship torpedoes und cause flooding on a ship. Oder Survival Battle. Ja, Survival Battle ist gut. So, das machen wir alles. Regen wir, glaube ich, hin. So. Und wir gucken mal, vielleicht können wir das Schiff ja ausbauen. Oh, können wir. Guck mal da. So. Da können wir jetzt die 152 mm Kanonen einbauen. Verringert die Ladezeit um 2 Sekunden. Und die Dauer der Drehung der Geschütze wird reduziert. Machen wir doch. So. Einbauen. Yeah. Ihr seht schon, die EP werden jetzt nicht zurückgesetzt. Nicht wie bei dem Sonnen, nicht wie bei dem World of Warships am PC, sondern hier geht es eben darum, dass halt sich dieser weiße EP-Balken immer weiter füllt. Wenn man eben bis zu einer bestimmten Markierung gekommen ist, kann man das eben, was da freigeschaltet ist, kaufen. Aber die EP werden nicht zurückgesetzt, sondern man spielt eben mit den EP weiter. Wie das dann jetzt in der Endversion ist, müssen wir abwarten, weiß keiner. Ich würde das Schiff da gern verkaufen. Ich darf das Schiff nicht verkaufen. Hallo. Ah da, so. Schiff verkaufen. So. Die Albany brauchen wir ja nicht mehr. Aber hier hätten wir noch die Shikuma. Aber ich glaube, wir spielen nochmal eine Runde mit der St. Louis. Das hat eigentlich jetzt doch ordentlich Lust gemacht. Und ja, never touch a running system, sage ich nur, ne? So. Wir warten mal wieder. Ich meine, ist ja klar, ne? PvP-Matches können wir halt jetzt noch nicht so viele spielen, weil wir eben schlichtweg, weil das Problem will ich jetzt nicht sagen, aber eben das Ganze jetzt so ist, dass eben in der Closed Beta noch nicht ganz so viele Leute spielen können und daher eben die Wartezeiten exorbitant hoch sind. Wir werden trotzdem zwischendurch mal gucken. Wenn ich schnell eine Runde finde, starte ich dann einfach plötzlich die Aufnahme und dann klappt das und dann können wir auch anständig schnell spielen.
und wir warten natürlich, bis der Timer runtergelaufen ist. Das ist genau jetzt der Fall. Und wir setzen uns in Bewegung mit unserem übergroßen Kreuzer hier, mit unserer Schrotflinte. So, wir versuchen wieder zu A zu fahren, um da zu cappen. So, aber wenn das also klappt, dann cappen wir jetzt nämlich A und versuchen wir von da aus B zu flankieren. Leute, wenn wir es hier in der Ansicht haben, wir fahren jetzt unsere Kästchen da gerade hoch nach A, dann können wir von da aus da in die Leute fahren und B von der Seite angreifen, falls da Gegner sind. Und wir sehen schon, da ist ein anderer Spieler, nämlich der Sui Star mit einer Stufe 3er Phoenix. Herzlich willkommen in der Beta. So, ja, guck mal. Ja, kommen wir noch nicht an. Auf den höheren Tierstufen zwar kein Problem, aber hier bei unseren überschaubaren Tierstufenleveln hier ist das leider noch eine recht hohe Distanz. Und, ah, komm, come on. Die rammen sich jetzt. Bam. Das ist leider so ein bisschen schade, dass hier bis jetzt die Gegner sich einfach nur tot rammen. Also die KI. Das ist ein bisschen schade, aber naja, vielleicht wird das ja noch behoben. Weil es finde ich, ist irgendwie schade, dass sich dann die KI ja einfach nur tot rammt. Ja, Wackertacke. Tut weh, hä? Die haben sich auch wieder wetten. Voll drüber. Die haben sich doch nicht. Okay. Was macht denn der jetzt? Der wendet. Komm, fräs. Komm. Come on, Baby. Ein Ziertreffer. Komm, Alter. Jetzt gib ihm. Ne, zu wenig Vorgarten. 600. Lül. So. Kriegen wir denn noch? Gucken einfach mal mit breiter Streuung. Oh, ein Zieltreffer, jawohl. Komm. Komm jetzt aber, komm. Gib ihm. Ne. Oh, knapp. War richtig knapp, Leute. Und ne, wieder nix. Den holt sich die KI. Oh. Gib ihm. Bäm. Ne, 600. Liegt daran, dass er jetzt eben angewinkelt fährt und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit, dass die Granaten abprallen, höher ist. Das ist wirklich so, die Mechanik hier ist deutlich realistischer als in World of Tanks. Aber nicht so komplex. Warum auch immer. Da seht ihr einfach mal, Komplexität heißt nicht, dass es gut ist. Aber gut, ne? Wir spielen ja hier schließlich World of Warships und kein World of Tanks. Gib ihm. Komm. Komm, mittig, komm. 1000, Alter. Komm jetzt aber, gib ihm. Komm. 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 2000, komm jetzt aber, komm. Komm, ich weiß, das Spiel will es, komm. Komm, nochmal. Komm jetzt, gib ihm. Ne. Komm, wir versuchen nochmal. Blind Shooting hier. Hat scheinbar aber da hinten dabei. Da war eben Zerstörer. Mal gucken. Glück oder Pech. Was anderes gibt's nicht. Oh, ein Zerstörer. Komm, friss. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Skill, Leute, Skill. Eindeutig Skill. Jeder hat's gesehen. Oh, hallo St. Louis. Ne, zu weit nach hinten. Aua.
Okay, jetzt war's. Hallo St. Louis. Komm schon, komm schon, komm schon. Bäm. 2000 in die Fresse. Ah, scheiß Insel hier. Schnell um die Insel rum, damit wir die St. Louis wieder ins Visier nehmen können. Da seht ihr auch mal Nebel. Da Nebel können Zerstörer setzen, um sich darin zu verstecken oder eben Teammitglieder ja zu decken, weil in diesem Nebel können sie auf dieselbe Distanz nicht aufgedeckt werden. Dann ist eben die ja die Sichtbarkeit für die Gegner deutlich verringert, was eben dann das ja dem Team Vorteile bringt oder eben auch dem Zerstörer, um sich dann eben ja vor Feinden zu verstecken und dann aus dem Hinterhalt heraus mit den Torpedos vollen Schaden anzurichten. Hallo St. Louis. Ne, scheiße, komm ich nicht an. Der fährt zu schräg. Fährt zu schräg von mir weg, fürchte ich. Volltreffer. Voll in den Schornstein. Das war jetzt mal ein derber Treffer. Nein, war es nicht. So, jetzt aber komm. Die St. Louis, die wehrt sich. Die will nicht sterben. Ich will das aber. So, komm schon. Komm, St. Louis, du willst sterben. Ich weiß das. Da hat er uns aber bös erwischt, Leute. Aha, da sehen wir noch ein besseres Ziel. Ist nämlich nicht so weit entfernt, aber treff ich nicht. Treffe ich nicht. Aber der kommt da jetzt gleich hinter der Insel hervor und dann, ne? So, da ist er. Und BÄM! Komm, gib ihm. So, da seht ihr, Leute, Treffer an Zitadelle. Jedes Schiff hat eine Zitadelle, ist quasi, ja, das Hauptzentrum des Schiffes, sage ich jetzt quasi mal. Wenn man da reintrifft, also wenn man die Zitadelle trifft, dann macht man maximalen Damage am gegnerischen Schiff. Und ja, die Zitadelle, wo die bei den Schiffen liegt, ist immer unterschiedlich. Bei manchen Schiffen liegt sie unter der Brücke, bei anderen Schiffen liegt sie völlig woanders, das ist unterschiedlich. Wenn man aber weiß, wo sie ist und sie dann zielgerichtet trifft, dann kann man dadurch maximalen Schaden am Gegner anrichten und dadurch, ja, wie ihr es eben gesehen habt, den Gegner auch per One-Shot rausnehmen. Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das passiert. Aber ihr habt gesehen, it's possible. Komm schon. Ja, der fällt vorwärts. Perfekt. Du wolltest dich verarschen, komm. Oh, Insel, Alter. Drecks-Island. So, komm, jetzt aber. Komm, der ist drin. Was? Komm, jetzt aber. Und BÄM! Gegnerischer Kreuzer zerstört. Ja, das will ich aber auch mal sagen, Kollege. Den haben wir voll erwischt. So, da sehen wir es auch. 29.000 Schaden. Und die vier Treffer an der Zitadelle. Schwerer Treffer. Ist sehr heftig. Wenn man die Zitadelle trifft, kann ordentlich Aua machen. So richtig. Da sieht man dann danach auch nicht so gut aus. Hä? Miss Tryvern Chef habe ich doch. Ach so. Ah, ich muss mal das erste Mal. Ah, okay. Ja, okay. Jetzt verstehe ich's. Ja, alles gut. Alles ist, ja, okay. Okay, ja.
Hab's verstanden. So. Start, wir gucken mal. Wenn wir jetzt hier noch eine Spielerrunde finden, spielen wir noch eine schnelle Spielerrunde. Wenn nicht, dann machen wir Schluss für die erste Folge von World of Warships. Ich kann ihn nebenbei mal gucken, ob der Krumm gerade unten ist. Ganz böses Krumm. Nee, der Krumm ist nicht online. Böser Krumm. Ganz böser Krumm. Ganz, ganz böse der Krumm. Müsst ihr mal anschreien, dass der Krumm wiederkommt. Der böse Krumm. Krummhilde. Findet nichts. Schade. Dann verlassen wir mal. Ja, Nino, ich würde mal sagen, dann war es auch für die erste Folge von World of Warships. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, schreibt in die Kommentare. Wenn ihr mehr sehen wollt von World of Warships hier bei Team Yoka, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und macht großen Hype in den Kommentaren. Und dann folgt die nächste Folge auch schon, so schnell es geht. Haut rein, bis zum nächsten Mal hier bei World of Warships. Tschüss.